So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go bzw. Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend Raidstunde mit Anego. Für mich persönlich wäre es ja eigentlich sinnvoll, ich würde die Raid-Stunde nicht machen als Raid-Mania, sondern irgendwo rumrennen, wo zur Raid-Stunde ganz viele Raids sind, da ich immer noch das 100er Anego brauche. Aber da ich euch ja treu bleiben möchte, mache ich natürlich eine Raid-Mania. 5 Leute haben die Möglichkeit, also mich einzuladen und Raid-Mania-Punkte zu verdienen. Dadurch werde ich die Raid-Stunde nicht wirklich nutzen können. Aber hab trotzdem ja gefühlt den Tag heute noch Zeit auf der Suche nach dem 100er Anego. Mal gucken, ob es kommt, denn morgen ist Raid-Boss-Wechsel. Da werde ich wieder ein Community-Raid machen, entweder mit Heatran oder mit Mega Zubiris, je nachdem, welcher zuerst aufgeht. Dann abends vielleicht Mega Zubiris-Raids, 18 bis 19 Uhr vielleicht eine Stunde anbieten für die Leute, die ganz schnell kurz die Energie haben wollen am Anfang. Am Wochenende vielleicht Heatran-Raids für Zuschauer am Sonntag von 10 bis 12, 2 Stunden, wo man auch noch mal Mega Zubiris mitmachen kann. Das so der kleine Ablauf der nächsten Tage. Jetzt aber nicht weiter rumschnacken. Ladet mich heute ein, wenn ihr unterwegs seid und Anego Raids macht in der Raid-Stunde. Außerhalb der Raid-Stunde nehme ich keine Fan-Raids an. Wir wollen euch jetzt die Highlights der Woche präsentieren und am Ende natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Michel, der ist Glücksfreund geworden mit mir. Wir haben auch schon getauscht. HV Expression oder eigentlich HV Experian ist auch Glücksfreund geworden, haben auch schon getauscht. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Dann Bobse Rob aus der Hibu-Gruppe hat ein Muhaha gefangen in 100% Shiny und da bin ich jetzt nicht neidisch. Ich sehe ja, jeder hat gefühlt ein 100%iges Anego. Ein 100%iges Shiny Anego ist letzte Woche sogar Schocker der Woche geworden. Heute startet es direkt wieder mit einem weiteren 100%igen Shiny Anego. Ich will ja nicht mal ein Shundo. Mir reicht ein Hundo oder Hando oder wie auch immer. Mittlerweile könnte ich schon 6 Stück, glaube ich, auf 50 maxen. Und wenn alles nichts hilft, pushe ich einfach einen 98er. Und falls irgendwann ein 100er kommt, habe ich ja immer noch genügend XL, um da eben das 100er auch noch hochzuziehen. So, Shinook, Silvio, auf geht's. Das ist so ein schönes Foto, oder? Samyang Bulldog Ramen hat er sich bestellt, gönnt er sich. Viel Spaß damit. Ich sehe da 2 Packungen Curry. Muss ich mir unbedingt auch nochmal besorgen, die Sorte und Bonduelle Currybohnen, da ich das zusammen mal probieren möchte, da die Currybohnen von Bonduelle auch richtig gut geschmeckt haben. Skandalpara, neue Spezies entdeckt, Mega Brumm. Und wer denkt, das ist Zufall, drückt eins weiter und seht, Mega Brumm ist immer noch da. Shinaya, Vivienne, Best Buddy, 100% Vivienne, 23.02. Die hat jetzt extra nur den Namen geändert, damit ihr was zu lachen habt. Genauso wie Domestos. Ach ja, den Namen hat er Sarina zu verdanken. Also die denken sich hier neue Pokémon-Namen aus und finden das witzig. Kaiser Kai, erlöstes 100%, Anorith gefunden, 3D-Fische ist leider geflohen, ein Galalavados aus dem Abenteuer Rauch. Habt ihr schon einen Meisterball benutzt für einen Galavogel? Würde ich niemals machen. Ich würde den nur für 100%ige Legendäre nutzen, wenn ich nur noch einen Ball habe, bevor das flieht, weil irgendwann sind die vielleicht auch in Raids. Dann sagt ihr, toll, jetzt kann ich mir 10 Stück fangen und habe damals meinen Meisterball verbraucht. Aber egal, das Ding ist eh geflohen. Koselinchen, Shiny Baumboll, Traunvogil, Sonnenfell, alles Shiny, alles mitgenommen. Paco hier wieder mal mit Mario getauscht. 100% Felino, muss man erstmal den Namen suchen, was das überhaupt ist. Felino, auch ein Pokémon, was ist, wo richtig feiert. Weil das halt einfach so süß aussieht und blau ist und aussieht wie Ispo. Hey! Also 100% Glücks, einer Aero-Kack-Sprühl mitgenommen in Krypto-Shiny. Nochmal Felino in 100%, diesmal aber ohne Glückshintergrund. Loturzel, richtig hässliches Pokémon und richtig hässliche Shiny-Farbe. Mag ich gar nicht, hat er auch bekommen. Glückwunsch dazu, 100er Zermurzel noch mitgenommen. Timo Rüger. Eigentlich wären wir jetzt schon an dem Punkt, wo ich dachte, das ist Schocker der Woche. Meine Einreichung für den nächsten Schocker der Woche, 100er Krypto Arktos. Arktos ist ja jetzt den ganzen Juni an den Wochenenden immer da gewesen, so wie es ausschaut, ist der wohl im Juli und August auch noch an den Wochenenden da in den Krypto Raids. Wir haben alle gedacht, dann kommt der nächste Vogel und dann der nächste Vogel, also Zapdos im Juli und im August vielleicht
Lavados, aber so wie es ausschaut, weil es ist nichts weiter angekündigt, ist Arktos wohl die ganze Season drin. Ich bin mit dem durch, ich brauche da nichts mehr, ich werde da keine Raids mehr machen. Ich habe meinen 100er auf 50, ich brauche keinen 100er Krypto. Ein Shiny erlösen zu einem 100er wäre cool gewesen, aber ich bin jetzt fertig mit dem und deswegen sage ich, nee, brauche ich nicht mehr, geh weg. Und das ist schon eine Pracht, ein 100%iges Krypto-Arktos. Wenn ich das hätte, würde ich natürlich noch ein bisschen weiter raiden, um die Bonbons zu haben, um den hochzuziehen. Aber die Vögel kommen ja eh rein, da kann man ja noch Bonbons von den anderen holen und da muss ich eh mal gucken, wie ich es mache. Aber das wieder ein anderes Thema. Das ein fettes Teil vom Timo, das ist stark, aber nicht Schocker der Woche. Ihr werdet auch dann sehen, warum. Dann hat er hier noch eine Mantidea-Armee. 4 Sterne, 2 normal und 2 als 100%ige Shinies, alle aber hochgezogen auf Level 50, warum auch immer. Kann das was? Ich glaube nicht. Hat er auch Spaß gemacht. Das hat er, glaube ich, gebrütet, hat er gemeint. Auch hochgezogen auf Level 50. Pogehunter hier. Für Raider Mittwoch nochmal ein dickes Dankeschön für das Rüstungs-Mewtwo, 100er Bisa Sam, Shiny, Nebulak, Tarnweg, Non, 2-mal, Imantis, 100, Schuppet, 100 und das Rüstungs-Mewtwo, was er ja beim Gewinnspiel gewonnen hat, getauscht bekommen hat, MacMaggie, 100er Pepek, Shiny Dodo, nicht 100er, männlich mit schwarzem Hals, da kann man auch drauf achten, das Männliche hat einen schwarzen Hals und das Weibliche hat so einen cremefarbenen Hals. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, da erkennt man wirklich den Unterschied zwischen Mann und Frau, weil der Hals eben eine andere Farbe hat. Und auch beim Dodri ist das genauso, dass das anders aussieht. Sarina, Dortmund hat zwar mehr Stops, aber Meiningen trotzdem beste. 100% Arktos erlöst aus einem guten Krypto heraus. Glückwunsch dazu. Bin ich ja mal gespannt, wann nun eben Zapdos und Lavados noch kommen, dann der Dortmunder Raid-Boost wieder rollt und ob es auf der Suche nach dem Shiny sich lohnt, XL zu farmen. Ich habe gesehen, ich brauche nämlich bei Zapdos Lavados noch ein paar XL, um meine 100er hochzuziehen. Oder ob man die normalen Zapdos Lavados Raids, die jetzt im Juli kommen, nimmt, um XL zu farmen. Dann muss man aber trotzdem ja das Krypto auch wieder raiden wegen dem Shiny. Oder wartet man auf die Krypto-Raids? Die müssen ja kommen. Was würdet ihr tun? So, der klägliche Rest für Raider Mittwoch, Arktos gab es bereits letzte Woche, hab den aber dann total vergessen, den Rest gab's im Rocket-Event. Hier hat sie noch ein Gala Arktos auf Level 1, das würde den Pennerbeutel extrem freuen, er sammelt nämlich Level 1er Legendäre. Dann ein Shiny Schluppuck, Shiny Krypto Kacksprühl und ein 100% Krypto Zwirrlicht. Deswegen ist den, jetzt werdet ihr sagen, hä, ist so total bescheuert. Das ist eigentlich richtig stark und Schocker der Woche. Das Arktos ist richtig stark und Schocker der Woche. Jetzt ist beides im Grunde aber ein 100%iges Krypto-Pokémon. Es ist ja kein 100er Krypto-Shiny, es ist beides ein 100%iges Krypto-Pokémon. Ist für mich ein bisschen gleichwertig. Ich weiß nicht, ob sogar das Zwirrlicht noch irgendwie schwerer ist. Weil ihr macht einen Rüpel und ihr kriegt ja nicht garantiert bei jedem Rüpel dieses Zwirrlicht. Jeder Rüpel hat andere Pokémon. Selbst wenn der Satz passt, kann es sein, dass da was anderes rauskommt. Bei Arktos machst du gezielt einen Arktos Crypto Raid. Du machst gezielt diesen Arktos Raid, und dann kann natürlich auch ein 100er rauskommen. Hier kann auch ein 100er rauskommen aus dem Rocket Stop, aber du musst erstmal den richtigen Rocket Stop finden. Dann muss der richtige Satz sein, dann beim Satz muss das richtige Pokémon rauskommen. Klar ist Arktos natürlich nützlicher im Gegensatz zu dem und krasser und spektakulärer und höher und besser irgendwie, irgendwo. Für mich im Grunde sind es aber beides nur 100%ige Kryptos. Und weil das nicht was Einmaliges ist, sondern wir schon 200er Kryptos haben, war für mich das nicht Schocker der Woche und ich habe euch was anderes mitgebracht. Vorher aber Sarina nochmal, dieses kleine Kerlchen ging in letzter Minute ins Netz, hatte ich noch nicht als 100er, ein Frubal noch mitgenommen. Alexander Ahringer, endlich Shiny Lunastein in Pokémon Go, endlich ein 100er Amarino in Pokémon Go. Daniel Schilling gefunden, hat mir schon wieder 1000 Bilder geschickt mit Daniel Schilling in der Arena. Und wenn ich mir angucke, was Daniel Schilling in letzter Zeit so hochlädt und die Videotitel und überhaupt, dann passt dieses Bild von der Arena perfekt zu seinem momentan, seiner Einstellung. Denkt euch einfach, Daniel Schilling ist das Chanera und Niantic ist das Shiny Zickzacks, was vor ihm steht und von hinten
Weil gefühlt, das macht er die ganze Zeit mit Niantic. Der nimmt die richtig hart ran. Der dringt von hinten in den Anus ein bei Niantic und sagt sich, ihr seid die Besten. Nein, aber ich muss sagen, mir ist das, auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, schon ein bisschen too much, zu viel, wenn ich schon sehe, heute früh um 7 Video hochgeladen und einen lachenden Smiley im Titel und wieder extrem gegen Niantic geschossen, wo die meisten wieder sagen werden, Digga, der macht gefühlt nur noch Videos mit dem Ziel, diese Firma schlecht zu reden, bloßzustellen, zu erniedrigen oder sonst was. Auf der gleichen Seite verdient er damit aber Geld, dass er das Spiel, was die spielen und was er so kacke findet oder die Scheiße dahinter kacke findet, das finde ich ich fand's lustig, als er mal so ein paar Seitenhiebe vergeben hat. Mittlerweile finde ich es schon irgendwie extrem exzessiv, sodass man gefühlt nur noch darauf aus ist, sich an jedem einzelnen kleinen Pups dann hochzuziehen und ein Lachsmiley sogar noch in den Titel zu machen. Das finde ich schon ein bisschen kindisch dann, muss ich sagen. Nix gegen ihn, aber ich glaube, er steigert sich da ein bisschen zu sehr rein, so wie ich immer. Ich kenne mich da aus beim Reinsteigern, deswegen, ja. Wie ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, nee, das passt schon. Wir lieben Daniel dafür, dass er komplett Niantic von vorne bis hinten einen auf Scharniere und Zickzacks macht. Oder, ja, findet ihr auch manchmal vielleicht, das ist too much. Infos gut, mal auf was hinweisen, aber, ja, das ist ja schon wie bei Mimi. Und ApoRed, der sich als Lebensziel gesetzt hat, ApoRed in jedem Video nur noch vorzuführen und zu vernichten und sich drüber lustig zu machen. Und erst war es cool und dann war es den Leuten auch zu viel und die fanden das schade, dass derjenige sich so reingesteigert hat und in den Wahn verfallen ist. Andy Forbeck, Shiny Sonnenfell mitgenommen, 100% Flunkiefer gebrütet, Shiny, Kleinstein, Krypto, gute IV, bloß nicht Niantic, lachender Smiley. Aber ist okay, da sehe ich jetzt nichts Schlimmes drin. Sebastian W., der hatte auch gefragt irgendwo, ob es möglich wäre, dass ein paar Leute ihm helfen können bei einem Arctos-Raid. Ich habe gesagt, poste ihn nochmal in die Raid-Gruppe rein oder so. Da wird sich bestimmt jemand finden. Es wurde sich gefunden, wir haben ihm geholfen. Er hat in seinem ersten Arctos-Raid, den er gemacht hat, direkt einen Shiny-Krypto-Arctos bekommen, hat sich dafür bedankt. Also, Grüße gehen raus an Sebastian. Genaya hat den Jackpot gezogen. Das, was mir auch fehlt, was ich noch nicht habe, 100% Riolu. Dabei kommt das Riolu-Brüt-Event erst noch oder der Riolu-Brüt-Tag. Der angeblich nur 3 Stunden geht, habe ich jetzt gehört, weiß ich gar nicht. Ein Brüttag, der 3 Stunden geht. Aber es heißt ja auch Community Day und geht auch nur 3 Stunden, zumindest der Classic. Also, das ist jetzt gar nicht so abwegig. Genaya hier noch mit dem Regirock Krypto, der ein bisschen eingelaufen ist, ein bisschen klein. Normal IV egal, hätte ich gar nicht mit reingenommen, aber dadurch, dass er so klein ist, sieht er auch wieder lustig aus. Paragoni 100% mitgenommen, Lunastein Shiny mitgenommen, hab mal erlöst. Das seht ihr, was die Genaya gemacht hat. Die hat ein 100%iges gehabt. Die hat noch ein 100%iges erlöst und die hat ein 100%iges Shiny erlöst, was sie Icebreaker genannt hat. Ich hätte es gar nicht genannt. Aber sieht gut aus, tolle Sammlung. Einer ist auf 50, die anderen sind beiden so. Sie hat also das geschafft, was für mich noch ein Ziel gewesen wäre. Aber ich mir jetzt aus den Ohren geschlagen habe, aus den Augen, aus den Ohren. Ja, was ich jetzt nicht mehr mache, weil ich habe bei Anego schon wieder viel zu viel reingesteckt. Dandro, jetzt habe ich hier diese Murmel gefangen. Dandro, direkt am Stopp die Unterkunft. Weiß ich gar nicht, ob man das mit reinnehmen darf. Das hat er so geschickt, fand ich aber cool. Da ist eine Unterkunft und genau das Ding ist hier ein Stopp. Und das ist richtig toll. Hier ist nämlich der Bahnhof, der ist wohl im Urlaub. Grüße gehen raus. Dann der Gottking. Rest steht nicht da vom Namen. Der Tobi Gottking. So, und das heute aus dem Raid. Mein erstes Shiny, 96er Shiny Anego mitgenommen. Gottking Tidon, so heißt er genau. Rokara 96, auch noch aus der Forschung. Und ein 100er Reislaus nimmt man gerne mit, auch wenn es nichts Besonderes ist. Dann Celal hat wieder eingereicht. Morlord mit Mega Sumpex Allüren. Tangela Shiny. Weberak Shiny. Ladybar Shiny. Meryl Shiny. 100er Driftlon mitgenommen, Shiny Imantis, Zickzacks und nochmal Driftlon auch als Shiny. Elke Kaiser bei dem Kaisi-Account, 100er Bisasam, Staralili, Shiny, Anego, Shiny, Kindwurm, Shiny, Zickzacks, Shiny. Dann auf dem Hauptaccount, jetzt hat es geklingelt und das Licht hier ist ausgegangen, ich mach's mal wieder an.
Cesurio 100%, was ja auch selten ist, da du es ja nur brüten kannst, kannst du ja anders gar nicht bekommen momentan. Also unbedingt aufheben, hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal entwickelt, weil das als Gefühl Baby ja irgendwie mehr wert ist. Dann Elke Kaiser weiterhin mit dem 100% Glücks Funfi Shiny Baumball Shiny Griffel in Krypto Shiny Carbador Shiny Onyx. Silvio Lissner, der sich jedes Mal darüber beschwert, dass er, sagen wir mal, 10 Bilder schickt, ich aber immer nur so 2-3 mit reinnehme. Diesmal habe ich gedacht, egal was er diese Woche schickt, ich nehme einfach alles komplett mit rein. Dann hat er mir ein Bild geschickt, das darf ich wirklich gar nicht verwenden, weil ich das eine eh rauslassen musste. Habe ich gedacht, sortiere ich bei dem Rest auch ein bisschen aus, habe trotzdem sein PvP-Beast mit reingenommen, 98 auf 4501. So eins werde ich mir wahrscheinlich auch noch machen, weil ich den Rest ja nicht mehr habe. 100%ige der letzten 14 Tage, Ordoch, Satiri, Fukano, Imantis, Sneeble mitgenommen. Und Shinies der letzten 14 Tage, Schwalbos, Miraplat, Zickzacks, Imantis, Anego, Sneeble, Toxiped, Milza, Felilu, Nidoran und Eneko. Dann hat er noch ein kleines Schwalbini mitgenommen, was halt hier auch grün aussieht, also sehr schön. Anego, aber da sind wir schon wieder bei Benjamin Engel angelangt. Benjamin Engel, Shiny Anego, Krypto Kaumalan. Das Teil, was momentan jeder haben möchte, kaum jemand hat, kaum jemand findet, kommt aus dem Drachen Rüpel raus mit dem Satz gut gebrüllt ist halb gewonnen oder so ähnlich. Und habt ihr schon ein Krypto Kaumalan? Schreibt's mal in die Kommentare. Ist zwar jetzt nicht das Beste, ihm reicht's aber auch erstmal, weil erstmal eins haben, dann hat man schon die halbe Miete. Benjamin Engel nochmal, erster Alo, sofort Shiny Griffel hier also mitgenommen vom Alo in Krypto. Seit langem mal wieder ein neues wildes Weberack abgegriffen. Nach 844 Fängen endlich ein Shiny Sonnenfell und Anego Solo Raid. Nur mit Frodo Groudon gemeistert, Boss hatte Mülltreffer. Das haben wir euch auch hier gezeigt, er hat wirklich nur Frodo Groudon reingenommen. 6752 WP, hat gekämpft, 9 Sekunden über, hat ihn aber besiegt, hat die ganze Zeit auf Wetter Boost gewartet. Letzter Angriff, ihr seht, er ist wirklich alleine drin. Dresden, Sachsen, 25.06. besiegt. Bidiza noch bekommen, Nagelotz noch bekommen, auch beide als Scheidi. Ich wollte das eigentlich auch mal probieren, mir fehlt aber immer so die Zeit, dann ist das Wetter wieder verkackt, dann bin ich was sonst so und alles, also morgen Raid-Boss wechseln, bei mir wird es leider nichts mehr mit dem Solo-Raid probiert, aber Benjamin hat das geschafft, Grüße gehen raus, wenn ihr auch ein Solo geschafft habt, schreibt es mal rein, glaube ich euch eh nicht, weil Benjamin ist der Einzige, der nicht nur redet, sondern auch macht. Cumulus von Sierra bekommen, auch nochmal hier, Shiny mitgenommen, dann noch ein Schlappohr in Shiny, Onyx in Shiny und auf dem kleinen Account noch ein 100er, Urmel mit einem richtig ekligen Bild. So was darf ich gar nicht mit reinnehmen. Jetzt habe ich es trotzdem mit reingenommen. Danke Honey Mew für das Shiny Lenzhard mit einem Mauzi, was blau angelaufen ist. Henry, vielen Dank, Meister Ramon. War, glaube ich, auch aus einem Community Raid, aus einer spontanen Einladung. Aus irgendwoher auf jeden Fall auch noch ein Shiny gezogen. Ramses Schilling, bester Name. Meinst du, das kann in Raid am Mittwoch noch reinkommen? Ja. Hintereinander Schlurp und Sonnenfell als Shiny noch bekommen. Dann noch Benji zeigt uns hier Weberak und Lunastein als Shiny. 100%iges Ladybar, Imantis Shiny, auch hier Krypto Kaumalat mitgenommen. 98er Bummels, hätte das kein 100er sein können, aber kann ja nicht alles haben. Habe schon 2 Leather King auf Level 50 mit 100%. Warum auch immer. Manche sagen, wenn man 1 auf Level 50 maxt, ist schon schlimm genug. 2 Stück habe ich noch keinen gesehen, der sowas macht. Mirapla 100% auch mitgenommen, dadurch ist die Familie voll. Feuerwehrfra, Sneeble mitgenommen, 888 WP und aus der Spezialforschung in Ettlingen noch ein Shiny Stolunior. Das waren jetzt alle Bilder und jetzt haltet euch fest, kommt noch der Schocker der Woche. Wenn ihr denkt, ein 100%iges Krypto ist krass, wenn ihr denkt, das 100%ige Krypto Arktos ist krass, dann seid jetzt bitte enttäuscht, was ich wieder mal als Schocker der Woche ausgewählt habe. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Adi Schatz, alles Gute, nein, aber von God King Tidon.
Der hat mir das geschickt. Der hat ja gefragt, ob man hier Bilder schicken kann. Ich habe gesagt, jo, kannst du schicken. Und plötzlich haut er mir ein Pam-Pam hin. Ich dachte, er hat einfach nur ein Shiny gebrütet, was jetzt ganz neu in den 12er-Eiern ist. Nein, natürlich nicht ein einfaches Shiny. Es ist sogar ein 100%iges Shiny geworden. Also kein Hando, sondern ein Shando. Ich wusste nicht mal, wie das aussieht. Ich habe die Farbe noch nie gesehen. Jetzt sehe ich, dass das hier so einen leicht bräunlichen Ton hat oder rötlich. Kupferfarben. Das sieht auf jeden Fall mega stark aus. Dieses Bild, das hätte ich gerne als Thumbnail. Aber dann wird man ja da den Schocker der Woche schon verraten. Also lassen wir es hinten drin. Würde sagen, Glückwunsch dazu. Godking, Tydon, Mülheim an der Ruhr. Denn 12er Ei erstmal zu bekommen, ist mega schwierig. Aus dem 12er Kilometer Ei das auszubrüten, mega schwierig. Dann musst du Glück haben, dass überhaupt ein Pam-Pam drin ist. Dann muss dieses Pam-Pam überhaupt erstmal ein 100er sein. Dann muss dieses 100er aber gleichzeitig auch noch shiny sein. Da kommt gefühlt auch so viel zusammen. Und weil wir das noch gar nicht gesehen haben, ich kenne noch niemanden mit einem shiny Pam-Pam, ist für mich das der Schocker der Woche und nicht ein 100er Krypto, wie wir öfters sehen. Nicht das 100er Krypto Arctos, was ich auch schon irgendwo gesehen habe in einer der letzten Sendungen. Und weil es heute 200er Kryptos gab, ist das für mich der Schocker der Woche. Jetzt könnt ihr wieder schimpfen und meckern und alles gleichzeitig. Das ist mein... Ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr auch schon ein Shiny Pam-Pam gebrütet? Schreibt es mal in die Kommentare.